Okay, Jasnero regt sich auf. Alter, ich flippe bald aus. Was soll denn das schon wieder? Ist ein Video, wo ich wahrscheinlich auch Thema mit sein werde. Ja, also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Huiuiui. Na, mal schauen. Ich hoffe, er eskaliert so krass, dass mir die Kopfhörer wegfliegen. Na, Dinti, grüß dich, ich Bruder. bin bisschen genervt. Yo, 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 ich sag da am Ende noch was zu, das ist nur ein kurzer Einwand. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr dieses Video liked oder disliked und einen Kommentar schreibt. Ihr erfahrt am Ende noch, warum ich jetzt so danach frage. Dankeschön. Vielleicht war der ein oder andere gestern bei meinem Twitch-Stream dabei. War komplett entspannt. Ich war am Start. Bin übrigens gerade wieder live. Ich habe den Stream wutentbrannt beendet wegen so einem klitzekleinen Vorfall mit YouTube. Es geht um das Video von gestern. So, was ist überhaupt passiert? Ich war schön am Stream, hab da auf so ein paar Videos reagiert, ganz entspannt. Und dann sehe ich, dass mir die Werbung unter meinem letzten Video, ne, drei YouTuber, die schlecht geworden sind, hops genommen wurde. Ich dachte mir, okay, warum? Das Video war halt eigentlich komplett clean und absolut brandsafe. Habe ich gespannt draufgeklickt. War ein Fehler, hätte ich mir nicht im Stream anschauen sollen. Da wäre mir dieser Totalausraster gestern erspart geblieben. Und bevor jetzt jemand denkt, mach doch nicht so einen Auf. Nein, ich glaube im Stream. Das Ding ist halt, der Totalausraster, der war auch nicht im Stream. Alter, wirklich, Chasnero hat sich das so heftig drüber aufgeregt. Also wirklich, Nero hat sich so heftig drüber aufgeregt, dass ich während meinem Stream über 50 Nachrichten auf meinem Handy hatte. In dieser Meinungsblogger-Gruppe. Und da hat er gesagt, oh, das kotzt mich so an, diese Kacke hier und diese Scheiße, wirklich, das, wie kann das Video entmonetarisiert sein, so einfach ohne Grund, das ergibt keinen Sinn und nur wegen dieser Sequenz und das ergibt gar keinen Sinn, das ist doch so eine Scheiße und ich werde jetzt immer gucken, wenn ich eine Kooperation mache, was dort eingeblendet wird und bla bla bla. Ja, ich bin schuld daran, wegen der Doppeldeutigkeit. Er hat sich so drüber aufgeregt, das war echt Wahnsinn, es war absolut Wahnsinn. Ja, mich jetzt natürlich auch aufgeregt, vor allem wenn ich davon leben würde. Stand. Wegen so ein paar Kröten, die dir flöten gehen. For real, das Geld ist mir sowas von egal. Das juckt mich nicht. Was mir da viel wichtiger ist, ist die Reichweite, die mir da einfach weggenommen wird. Ich will, dass meine Videos angeschaut werden. Weswegen sonst lade ich die hoch? Erstmal zum Anfang. Warum wurde mir die Monetarisierung denn überhaupt schwupps Alter, genommen? Liebe geht Kannst raus du... an Nero. Alter, wirklich, der regt sich halt dann auch immer so krass drüber auf. Das ist genau mein Humor. Also weißt du, ich lache jetzt hier, aber eigentlich ist es echt traurig. Und ich bin einfach dran schuld, weißt du? Ich lache jetzt, darüber, obwohl ich dran schuld bin. Ey. Ist Justin wütend auf dich? Ich glaube auf jeden Fall. Nee. Also er ist nicht wütend auf, er ist nicht wütend auf mich. Wir sind gut miteinander. Wir haben ja auch danach immer noch ein bisschen geschnackt. Der hat vorhin gefragt, ob ich mit Fall Guys spielen will. Aber da habe ich gesagt, hier, nee, ich will jetzt meinen Stream starten. Ich reacte erstmal. Einfach. Alpha Kevin hat einen Gastpart gemacht. Nicht deswegen, aber in dem hat er über Made My Day geblubbert. Und in diesem Gastpart konnte man ein Thumbnail von Made My Day sehen. Auf diesem Thumbnail war eine Frau. Von dieser Frau hat man die Knie gesehen. Die Knie. Leute, soll ich euch mal zeigen, was ist hier? Warte ganz kurz. Er zeigt es nicht, ne, er zeigt nicht das Bild. Ich zeige euch jetzt das Bild. Pass mal auf und den Titel. Das hier. Es handelt sich um dieses Bild. Ich habe ein Bild gemacht von den ersten Videos, weil es ging um die Geschichte. Und das war, hier steht 15 zweideutige Fotos. Streckt ihre Knie ran und die Ellenbogen, die sind auf den Knien. Das Video heißt 15 zweideutige Fotos. Wären das Nippel oder Brüste, dann hätten die dieses Thumbnail höchstwahrscheinlich nicht genommen. Aber es sind ja zweideutige Fotos. Und wenn man da genau hinschaut, dann sieht man, das wäre ja komplett unrealistisch, wenn das Brust und Nippel wären. Dumm, wirklich. Aber diese Knie, die Berliner, mit grüß den dich. Nervrauben, sahen halt so ein bisschen missverständlich aus. Unter diesen Knien stand übrigens der Videotitel. Und in dem Titel stand, dass man hier missverständliche Bilder zu sehen bekommt, die aber absolut harmlos sind. Da das aber in meinem Video für 2 Sekunden zu sehen war und anscheinend jemand, der das Das überprüft. war übrigens, ich weiß noch nicht mal, ob es 2 Sekunden waren. Das war eine ganz kurze Videosequenz, wo ich das reingezogen habe. Das heißt, es muss sich theoretisch einen YouTube-Mitarbeiter angeguckt haben und gesagt haben, Alter, also genau in der Sequenz, das geht nicht. Hat den Titel nicht gelesen hat und dachte, na, jetzt habe ich dich. Ne? Lost. Deswegen sehe ich jetzt gelb anstatt Geld. Ich wollte daraufhin den Partner-Support anschreiben. Ging nicht. Kann ich nicht. Ich kann mich deswegen nicht beschweren, wegen diesem Missverständnis. Die Möglichkeit ist weg.
Warum? Keine Ahnung. Aber es nervt mich, weil ich dieses Missverständnis klären möchte. Ohne Witz, ich liebe YouTube. Das ist eine geniale Plattform, die mir Möglichkeiten gegeben hat. Aber was soll das denn? Das ist mir halt insofern wichtig, weil man diese Videos ja selber einstufen kann. Also manche können es nicht, ich kann das. Manche können es nicht. Da sind die Blicke auf mich gerichtet. Ich konnte das einfach nicht, weil YouTube sich gedacht hat, die Monetarisierung bleibt einfach aus bei Alpha Kevin. Und dachte ich mir so, scheiße, meine Kanalpartnerschaft ist weg. Also ich bin aus dem Partnerprogramm rausgeworfen. Ey, wäre das der Fall gewesen, ne? Ey, da hätte ich mich, ich glaube, nee. Also da hätte ich wahrscheinlich meinen YouTube-Kanal direkt gelöscht. Alter, seit diesem Monat läuft es bei mir wieder besser, ne? Und dann auf einmal sowas. Da stand auf einmal in dem Feld Richtlinie, stand keine Richtlinie drin. Dadurch wurde mir das Feld der Monetarisierung nicht angezeigt. Und da dachte ich mir so, scheiße, ich kann meine Videos nicht mehr monetarisieren, ich bekomme kein Geld mehr dadurch. Also das war echt belastend zu der Zeit, wirklich. Ich kann selber einstufen, sind die werbefreundlich oder sind es nicht? Macht man da allerdings Fehler, anders gesagt, einem wird widersprochen, könnte man, ne? Könnte man, falls das oft vorkommt, ist bei mir jetzt nicht der Fall, aber trotzdem, man könnte die komplette Partnerschaft dafür verlieren. Und das möchte ich nicht. Deswegen gebe ich mir Mühe, das auch richtig zu tun. Das Ding ist, mir ist der Blödsinn ja nicht mal vorher aufgefallen. Ich musste ewig gucken, bis ich da überhaupt mal was gefunden habe. Wurde mir hinterher zugeschickt. Aber ich sagte ja am Anfang, die Taler sind mir völlig egal. Ist richtig. Das große Problem dabei ist nämlich, dass einem die Reichweite komplett weggenommen wird, die das Video eigentlich hätte haben können. Das stimmt. Mich würde es mal interessieren, wie viel hat das Nero auf das Video bekommen? 100.000, ja gut, immerhin noch 100.000 Klicks, immerhin. Aber guck mal seine ganzen letzten Videos, alle deutlich über 100.000. Und dieses Format hat normalerweise so zwischen 200.000 und 400.000 Klicks. Das hat mich bei meinem letzten Video, das entmonetarisiert wurde, richtig gefrustet. Und ich beweise euch jetzt auch, dass die Reichweite wirklich weggenommen wird. Und in einem Ausmaß, das nicht mehr schön ist. Es ging um das wichtige Thema mit dem Typen, der die Katzen rettet und toll behandelt. Ich zeige euch jetzt mal einen Screenshot. Das Video ist unfassbar abgegangen. Sowas Heftiges hatte ich in meiner gesamten YouTube... Junge, mit was hat er den Screenshot gemacht? Hat er das mit Paint aufgenommen oder wie? 147.000 Aufrufe. Das habe ich noch nicht erlebt. Aber dann hat mich der böse Bruder, ich nehme dir jetzt mal für dieses Video die Monetarisierung weggetroffen. Wenn das Video nach 6 Stunden 147.000 hat, wie viel sollte es dann nach 24 Stunden haben? Richtig, 10.000 mehr. Also halten wir fest, Alter. Das Video macht innerhalb einer Stunde im Schnitt 20.000 Aufrufe, auch noch nach ein paar Stunden. Monetarisierung wird weggenommen und danach macht es in der Stunde 625 Aufrufe. Seht ihr hier auch den Screenshot? Das war richtig krass. Ich glaube, das war auch das... Da waren wir gerade eben, glaube ich, zusammen beim Meinungsblogger-Treff und ich glaube, da hatten wir darüber gesprochen. Da hat sich Just Nero komplett drüber abgefuckt. Weil er gesagt hat, geil, Mann, Alter, das Video läuft richtig gut. Und dann so, was ist das für eine Kacke? Das Video ist richtig scheiße jetzt auf einmal. So, die ganze Zeit läuft das gut und auf einmal übel schlecht. What the fuck? Und das war ein unnormal wichtiges Thema. Ich hätte mich ich hätte mich richtig gefreut, wenn das noch einige mehr gesehen hätte und da vielleicht mal was ins Rollen kommt. Sowas darf halt nicht auf YouTube sein. Vor allem wurde das auch noch entmonetarisiert, weil ich einen harmlosen Screenshot von dem Typen benutzt habe. Und sein Video war komplett monetarisiert, obwohl das nicht harmlos war. Ja, da kommt Freude auf. Da kommt Freude auf. Genauso bei meinem Video über die ASMR-Tante, die nicht so ganz so schöne Dinge gemacht hat. Das wurde für... Naja, seht ihr hier. Und man... Inhalte, die von Mitgliedern einer marginalisierten Gruppe möglicherweise als anstößig empfunden, aber zu Bildungszwecken für Nachrichten oder Dokumentationen verwendet werden. Wie schlecht einfach. Was ist denn das für eine Begründung? Das ist eine Einstufung von YouTube. Also das ist jetzt der Grund, warum das Video entmonetarisiert wird. Ich meine, es ist ja noch nicht mal so, dass da irgendwie gehatet wurde oder so. So, es wurde halt einfach kritisiert und das war's. Ey, wirklich, also YouTube verstehe ich dein Kind halt wirklich gar nicht. Ne, ich liebe YouTube auch, gar keine Frage. Ich kann mich derzeit gar nicht beschweren, was YouTube angeht. Aber, dass die halt sowas machen, ist halt lost. Also, ist halt wirklich extrem lost. An Jan Böhmermann-Video, das wurde deswegen. Fällt euch da so ein Gewinn... Hass oder Diskriminierung gegenüber geschützten Gruppen aufgrund von Ethnie, Alter oder anderen natürlichen Eigenschaften. Hass einfach so, es ist halt einfach Hass. Und Diskriminierung gegen Jan Böhmermann. Ist das Muster Mild. Auf? Das Ding ist ja, der Part war nicht mal von mir. Folge ist jetzt, dass ich entweder bei... Oh ja, na klar, jetzt schiebt er wieder die Schuld auf mich. Mein letztes Video hat jetzt 10.000 Dislikes.
Der Part war ja nicht mal von mir, deswegen, bitte geht alle rüber zu AlphaCam und hate den. Jeden Part 35 Mal prüfe, ob die clean sind oder ich mache einfach keine Features mehr. Schauen wir mal, wie wenig... Alter, übertreib halt noch mehr. Als ob ich jetzt dran schuld bin, dass die Leute keine Features mehr bekommen. What the fuck? Als ob das jetzt so schlimm war. Ey. Aufrufe mein letztes Video, Bro, über die drei YouTuber bekommen wird. Hat der Algorithmus ja sehr gerne, wenn Videos auf einmal komplett abstürzen. Deswegen, ne, würde mich freuen, wenn ihr das Ding hier teilt. Falls ihr Bock habt zu supporten, liked oder disliked das Video, schreibt einen Kommentar. Wäre cool, wenn ihr supportet. Müsst ihr aber auch nicht. Ich will halt ausgleichen, was mit dem Video passiert ist. Er will jetzt entweder immer die Videos extrem prüfen oder will gar keine Feature-Parts mehr aufnehmen, weil da können ja solche Bilder vorhanden sein. Hä? Ich meine, das könnte ja auch ein Bild von dir gewesen sein, so, aber also, das ist eine Frechheit, mir das jetzt hier. Also mir ist jetzt so negativ unterzujubeln. Jetzt bekomme ich Hass ab. Jetzt bekomme ich wahrscheinlich Hass ab, weil die Leute dann sagen, oh, ich wollte eigentlich einen Feature-Part mit Just Nero machen, aber jetzt geht's nicht. Ja, moin. Dann hat es halt auch keinen Sinn mehr, wirklich. Dann hat es gar keinen Sinn mehr. Schäm dich einfach. Jeden, der rein. Dass er mich jetzt so bloßstellt innerhalb von 5 Minuten 30. Supportet wirklich vielen, vielen Dank. In dem Sinne tut es mir leid, dass es hier vielleicht nicht so ein ruhiges Video war wie sonst. Ne? Ich hatte mich ja noch entschuldigt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut auf Twitch vorbei. Discord-Link ist in der Beschreibung und tschüss. Und mit dem Video hat er doch eh wieder das Geld rein. Mit dem Video hat er die Reichweite und das Geld rein.